dieses Hemd, das ist ja eine absolute Katastrophe. Wenn du dich dadurch besser fühlst, dann ganz ehrlich, ich stimme dir gerne zu. Ja. Yep. Sehr gut beobachtet. Schuldig im Sinne der Anklage. Hey Flowfinder, herzlich willkommen. Heute werden wir uns die drei Eckpfeiler ansehen. Wenn es darum geht, überzogener und zum Teil persönlicher Kritik richtig cool, lässig und vor allem professionell zu begegnen. Oder anders gesagt, wie du es schaffst, in jeder Situation jeden dummen Spruch schlagfertig zu kontern. Lass uns loslegen. Und ich denke, ich muss dir nicht erklären, was Schlagfertigkeit ist oder wofür du diese brauchst. Du hattest mit Sicherheit genügend Situationen bereits in deinem Leben, wo du dir gedacht hast, ach Mensch, hätte ich doch jetzt diesen coolen Einfall, hätte ich jetzt diesen coolen Spruch, um diesen dummen Kommentar hier abzuwehren. Hat jeder von uns schon mal gehabt und wir werden darauf gleich eingehen. Aber ich denke, noch viel wichtiger ist fast, einfach dieses Verständnis darüber zu haben, warum es so wichtig ist, um gleichzeitig positive, interessante, coole Leute in dein Leben zu ziehen. Okay? Das ist ein Verständnis, das die meisten Leute nicht haben, du womöglich auch nicht. Und es klingt irgendwie paradox, warum man Schlagfertigkeit dazu braucht. Das werden wir uns im Laufe dieses Videos ansehen. Aber jetzt erstmal tauchen wir in dieses Framework hier ein. Und es ist aufeinander aufbauend hier. Das bedeutet, der erste Punkt ist gar nicht so wichtig, wie die meisten glauben. Wobei die meisten Menschen nur das hier eigentlich lernen wollen und darauf setzen. Und der dritte Punkt ist sozusagen der wichtigste Punkt. Deshalb schau das Video auf jeden Fall bis zum Ende an. Denn wenn du echte Schlagfertigkeit lernen möchtest, dann musst du diese weiteren Punkte hier selbstverständlich beachten. Also, ohne viele Worte zu verlieren, fangen wir mit dem ersten Punkt an, den du beherrschen musst, um richtig schlagfertig blöde Sprüche kontern zu können. Und das sind Techniken. Das ist das, was die meisten Menschen lernen wollen. Ja, sie wollen irgend so einen universellen Spruch. Und ich werde dir gleich einen Haufen solcher Sprüche hier geben, die du zum Teil kopieren kannst, übernehmen kannst, eins zu eins von mir. Wichtig anzumerken ist allerdings, dass du mit diesen Techniken nur beschränkt weiterkommst. Die nächsten beiden Punkte sind viel wichtiger. Und du willst mit den Techniken professionell wirken. Okay? Es geht nicht darum, zurückzubeleidigen. Es geht nicht darum, in die Weichteile zu boxen. Sondern es geht darum, der anderen Person sozusagen den Wind aus den Segeln zu nehmen. Sodass du ihr sagst, netter Versuch, Loser. Okay? Das ist im Grunde genommen das, dass du in den allermeisten Fällen kommunizieren möchtest. Und ich würde sagen, wir fangen mit den Techniken an. Und die erste Technik, die ich dir hier vorstellen möchte, ist das unerwartete Zustimmen. Und diese Technik ist natürlich genau das, was der Name sagt. Das bedeutet, du stimmst zu und nutzt diesen Überraschungsmoment. Das könnte folgendermaßen aussehen. Nehmen wir mal an, ich würde angegriffen werden, wenn jemand zu mir sagt, oh, dieses Hemd, das ist ja eine absolute Katastrophe. Ja, das ist der Angriff. Dann könnte meine Reaktion ungefähr so aussehen. Nun? Danke für den Ratschlag. Werde ich mir zu Herzen nehmen. Wenn du dich dadurch besser fühlst, dann ganz ehrlich, ich stimme dir gerne zu. Ja. Yep. Sehr gut beobachtet. Schuldig im Sinne der Anklage. Goldrichtig. Aber ich muss dich leider enttäuschen, du bist nicht der Erste, der das bemerkt hat. Tut mir leid. Was soll ich sagen? Ich kann ihm wirklich nichts entgegensetzen, aber ich muss offen zugeben, ich liebe dieses Teil. Ja, ich muss ehrlich gestehen, so sieht's aus und es ist mir auch wirklich ziemlich peinlich. Kommen wir zur zweiten Technik. Und die zweite Technik ist im Grunde genommen eine Erweiterung der ersten Technik. Und dabei geht es ganz einfach darum, das Ganze ins Lächerliche zu ziehen, indem du das Ganze einfach übertreibst. Das heißt, du stimmst zu und übertreibst. Und mein Lieblingsbeispiel hier ist folgendes, okay? Ich kann das so ziemlich in jeder Situation anwenden. Völlig egal, ob es jetzt um deine Schuhe geht, um deine Frisur, ja, um dein Styling, was auch immer es ist. Du kannst Folgendes machen. Nehmen wir mal an, jemand sagt genau dasselbe wieder. Boah, ganz ehrlich, dieser Pulli, das ist ja eine absolute Katastrophe. Ja, wo hast denn du das her? Ist das von der Altkleidersammlung oder was? Dann könntest du Folgendes sagen. Ja, absolut richtig. Dem kann ich nichts entgegensetzen. Ich muss dich nur ein bisschen korrigieren. Es ist nicht von der Altkleidersammlung, sondern meine Großmutter hat mir das Ganze zum letzten Weihnachtsfest geschenkt und ist mir jetzt echt so peinlich. Ich werde sie nachher dringend anrufen müssen und ein paar ernste Worte mit ihr reden. Ja, das ist so cool, es funktioniert jedes Mal, egal was man dir sagt. Deine Haare sind mies gestylt, dann sagst du, ja, meine Großmutter hat sie mir gestylt, ja, oder meine Mama hat es mir gestylt. Du ziehst das Ganze ins Lächerliche, es funktioniert eigentlich fast immer, wenn es um dein äußeres Erscheinungsbild geht. Merk dir bitte einfach diesen Spruch. Das ist eine coole Sache. Und damit wären wir schon bei der dritten Technik. Und diese ist Gegenfragen. Total simpel, total einfach, holt den Dialog auf eine sachliche Ebene zurück. Und es hat so einen gewissen Überraschungseffekt. Weil ganz ehrlich,
beispielsweise dir eine Anschuldigung an den Kopf zu werfen, ist eine Sache. Das Ganze zu begründen, ist schon viel, viel schwieriger. Hier ein einfaches Beispiel. Ja? Nehmen wir mal an, mich würde jemand vielleicht angreifen, ein Arbeitskollege vielleicht, und sagt mir, also Eugen, ganz ehrlich, du bist für mich wirklich ein ziemlich schmieriger Arschkriecher der Geschäftsleitung. Das ist sozusagen der Angriff. Und dein Konter könnte ungefähr so aussehen. Habe ich noch nie so gesehen, ganz ehrlich, aber was meinst du überhaupt mit Arschkriecher? Oder was bedeutet für dich schmierig? Definier das mal bitte. Ich glaube, diese Meinung hast nur du, aber begründe es doch mal ganz genau. Kommt jetzt noch was oder ist das der Moment, wo ich mich rechtfertigen soll? Und das ist eine ziemlich coole Gegenfrage, weil dein Gegenüber wird in dem Fall irgendwas von sich geben und dann kannst du sowas sagen wie, hätte ich mir fast gedacht, ja? Von dir hätte ich auch wirklich nichts anderes erwartet. Ich denke, du siehst, bei all diesen Techniken, all diese Beispiele, ja, sind ziemlich austauschbar und ich würde sagen, pick einfach ein paar Sachen raus. Ja? Mein Ratschlag an dich. Und damit wären wir auch schon beim vierten Punkt oder der vierten Technik. Und die vierte Technik ist ein absoluter Klassiker, total legendär. Das ist die Retourkutsche. Und das kann ungefähr so aussehen. Jemand sagt mir, also Eugen, ganz ehrlich, du bist für mich ein komplett zurückgebliebener Fachidiot. Und so könnte ein Konter aussehen. Nun, Herr Müller, man sollte wirklich nicht von sich auf andere schließen. Oder man könnte genau dasselbe im Grunde genommen etwas anders verpacken und sowas sagen wie, ganz ehrlich, gut gemeinter Ratschlag, Herr Müller, aber man sollte seine eigenen Unzulänglichkeiten nicht einfach so auf andere projizieren, okay? Und damit sind wir beim letzten Punkt angelangt. Das ist die fünfte Technik und das sind Standardsprüche. Das sind bestimmte Phrasen, die einfach sich universell einsetzen lassen. Völlig egal, ob dir jemand sagt, du bist inkompetent oder jemand sagt dir, dein Auto sieht aus wie eins vom Schrottplatz oder jemand sagt dir, du warst schon mal besser in Form. Völlig egal, was es ist. Du könntest darauf mit folgenden Standardphrasen antworten. Ich liebe deine Witze. Du brauchst gar nicht weiterzureden. Diese Sachen, die du immer von dir gibst, interessieren absolut niemanden, okay? Du bist so gemein, weißt du das? Bist du fertig oder kommt noch was? So, so, Herr Müller. Typisch diese Sprüche. Tun absolut nichts zur Sache. Mann, das war wirklich so schwach, also... Ganz im Ernst, hast du das wirklich nötig? Toller Geistesblitz. Solltest du dir auch schreiben. Danke, bei Gelegenheit werde ich darauf zurückkommen. Und zu allerletzt, mein absoluter Favorit, und zwar das Wort weiter. Merkt ihr das bitte, das ist so cool, super simpel, funktioniert immer. Irgendwas wirft man mir an den Kopf, ich sage, okay, weiter. Die andere Person ist überrascht, bringt irgendwas, ja, dann sage ich wieder, weiter. Sie bringt wieder irgendwas, und dann sage ich, okay, pass auf. Ja, entweder du bringst ein vernünftiges Argument, weil du wiederholst dich ständig, du drehst dich im Kreis oder die Diskussion ist hiermit beendet. Punkt. Okay? Okay, ich bin mir sicher, du konntest den einen oder anderen Spruch hier mitnehmen, sodass du das Ganze auswendig lernst, in deinem Repertoire hast und das nächste Mal nicht umdastehst wie so ein begossener Pudel. Okay? Mich würde es auch gleichzeitig interessieren, hattest du schon mal solche Erlebnisse, wo dich jemand angegriffen hat? Schreib es uns in die Kommentare und... Vielleicht hast du ja sogar einen bestimmten Spruch, den ich hier nicht aufgenommen hatte, der einfach wie die Faust aufs Auge passt und universell einsetzbar ist. Und jetzt kommen wir zum zweiten Punkt bei diesem Framework, der viel, viel wichtiger ist als der erste. Also genau aufpassen. Und das ist das Training. Und das ist sehr, sehr wichtig, das zu verstehen, warum das so ist. Okay, ich möchte dir den psychologischen Hintergrund erklären, weil die meisten Menschen... die irgendwelche Bücher bestellen oder vielleicht irgendwelche Kurse besuchen, ja, Rhetorikkurse in diesem Bereich, was Schlagfertigkeit angeht, glauben, ach ja, ich brauche irgendeine Technik und dann funktioniert es schon. Aber es gibt hier ein Riesenproblem, das die meisten Menschen nicht verstehen. Folgendes, ich bin mir sicher, du weißt, was 2x2 ist oder was 5x5 ist. Ja, du würdest mir sofort 25 antworten in dem Fall. Und ja, das ist super, das hast du in der Schule gelernt und das ist etwas, was einfach aus dir rauskommt, wenn ich dich das frage. Das Problem ist, bei diesen Techniken, die wir uns jetzt angeschaut haben, hast du, und das ist der Unterschied, bitte genau aufpassen, eine emotionale Reaktion. Das heißt, es ist nicht einfach nur eine Rechenaufgabe, eine Kopfaufgabe, sondern es ist eine emotionale Aufgabe. Es ist eine Stresssituation. Und das Problem ist, dass hier Adrenalin ausgeschüttet wird und wenn Adrenalin dein System trifft, ja, dann wird dein Kopf abgeschnitten. Völlig egal, was du weißt, völlig egal, was du auswendig gelernt hast. Du wirst dann anfangen zu stottern zum Teil, deine Stimme wird piepsiger, der Augenkontakt bricht und so weiter. Du wirst auf der verbalen Ebene vielleicht irgendeinen Spruch bringen können, aber du wirst es nicht wirklich kontern können, weil deine gesamte Mimik und Gestik das nicht unterstützen wird.
Und deshalb ist es so wichtig, dass du wirklich hier Übung hast. Ja? Und das ist nochmals, das ist sogar nicht mal der wichtigste Punkt. Der wichtigste ist der dritte Punkt. Aber Übung macht wahrscheinlich vielleicht 30% aus. Das hier, ja, diese verbale Sache, du hast mit Sicherheit schon mal gehört, dass das, was du sagst, vielleicht zu 10% Relevanz hat. Das andere, also die Tonalität und deine Körpersprache, ist zu 90% für unsere Kommunikation verantwortlich. Und genau das musst du hier beachten. Das bedeutet, es ist genau dasselbe, wie wenn du zum Beispiel irgendwelche YouTube-Videos anschauen würdest, wie du boxst, okay? Ja, wie die Führhand schlägt, wie du mit der Schlaghand dann entsprechend zuschlägst, ja? Wie die Fußarbeit ist beim Boxen, ja, wie du dein Kinn schützt. Das alles lernst du nicht bei einem YouTube-Video. Das wird nicht gehen. Du musst ins Boxtraining gehen oder zumindest dir deinen Boxsack aufhängen und selber üben, ja, dass du einfach diese Feinmotorik bekommst für deine linke, für deine rechte Hand. Das ist enorm wichtig. Und das, was du hier tun kannst, ich möchte dir zwei Tipps geben, wie du das Ganze üben kannst. Schlagfertigkeit, enorm wichtig, ja, diesen praktischen Aspekt hier mit aufzunehmen. Hast du nur die Techniken, wird es dir nahezu nichts bringen. Und was du hier machen kannst, ist es zum einen vielleicht einen Freund, eine Freundin hier heranziehen und zu sagen, hey, lass uns jetzt das Ganze üben. Sie oder er muss dir dann irgendwelche Anschuldigungen an den Kopf werfen und du musst das Ganze kontern, okay? Ich weiß allerdings, dass die meisten Menschen das Ganze natürlich nicht machen werden, weil sie nicht die Zeit haben dafür oder nicht den Partner haben. Deshalb habe ich zum Beispiel bei Social Success mir extra die Zeit genommen. Ich habe hunderte Anschuldigungen zusammengestellt, die auf alles Mögliche abziehen. Beispielsweise auf deine Qualifikation, dein Geschlecht, dein Alter, dein Aussehen. Alles Mögliche. Ja, auch deine Performance, zum Beispiel im Job und wirklich alles, was es so gibt. Und dann bin ich hergegangen und habe so eine Art Sparring-Programm geschaffen. Das bedeutet, da kommt eine Anschuldigung von mir, von meiner Seite, in Form eines Videos. Und dann hast du ungefähr so 5 bis 7 Sekunden Zeit, um darauf zu reagieren. Denn die Zeitspanne sind ungefähr 3 Sekunden, wo du schlagfertig reagieren kannst. Wenn es länger dauert, naja, dann ist es nicht wirklich schlagfertig und du verlierst einfach diesen Wuchteffekt. Und was ich dort gemacht habe, alle 5 bis 7 Sekunden kommt eine solche Beleidigung, kommt eine Anschuldigung, ja, kommt einfach so eine scharfe Kritik und du musst reagieren. Und wenn du das 30 Minuten lang machst und dann machst du es am nächsten Tag, am nächsten und am nächsten, und in einer Woche, das garantiere ich dir, dann wirst du tatsächlich das verinnerlicht haben. Das ist das, was man zum Beispiel bei bestimmten Sportarten als Muscle Memory bezeichnet. Und dann wirst du schon viel, viel selbstsicherer reagieren können. Ja, die Techniken werden dann verinnerlicht und du wirst es tatsächlich mitnehmen können. Das war der zweite Punkt. Und bevor wir zum dritten Punkt kommen, kurze Anmerkung im eigenen Interesse. Wenn dir das Video gefällt, dann bewerte es doch positiv, würde mich riesig freuen. Wenn du diesen Kanal noch nicht abonniert hast, dann hol das Ganze nach. Aktiviere auf jeden Fall die Glocke, damit du keines dieser coolen und tiefgründigen Videos mehr verpasst, wenn wir es demnächst publizieren. Und jetzt zum letzten und damit dritten Punkt. Und der dritte Punkt ist dein Selbstbewusstsein. Ich denke, das ist fast schon selbsterklärend, denn wenn du dieses Selbstbewusstsein hast, wo du super standhaft bist, wo du einfach diese Aura hast, die extrem souverän wirkt, ja, wo du diesen starken, soliden Blickkontakt hast, dann werden dich Menschen, ja, die ein bisschen doof sind, in erster Instanz überhaupt nicht angreifen. Aber wenn sie das sogar tun, dann musst du dich nicht mal rechtfertigen. Du brauchst nicht mal irgendwelche Techniken, weil wenn das zum Beispiel eine Diskussion ist, ja, und jemand grätscht mir von der Seite rein mit irgendeiner abfälligen Bemerkung, dann kann ich die Person einfach nur anschauen. Okay, whatever. Ja? Und dann rede ich hier weiter und beachte sie nicht einmal. Wenn du wirklich dieses Selbstbewusstsein hast, dann hast du auch nicht diesen Adrenalinausstoß an Stresshormonen, sondern du bist einfach gefestigt und du brauchst nicht mal Techniken. Aber wenn du sie dann hast, ja, dann ist es umso besser. Training natürlich auch. Aber in erster Instanz, das, was dich wahrscheinlich zu 80% super schlagfertig macht, ist dein Selbstbewusstsein. Denn da werden nicht einmal irgendwelche Leute auf dich zukommen und dich dumm anfangen. Und um dieses Selbstbewusstsein zu bekommen, das ist ein sehr, sehr wichtiges Konzept. Das will ich dir noch auf jeden Fall mitgeben. Um dieses Selbstbewusstsein auf der sozialen Ebene zu bekommen, musst du zu einem Menschenmagneten werden. Und das heißt nicht, dass du Menschen anziehst und charismatisch bist und so weiter. Also das auch, aber nicht nur. Denn der Begriff Menschenmagnet beinhaltet diese Polarität, also Minus- und Pluspol. Und dieser Minuspol, ja, das ist beispielsweise das Thema Schlagfertigkeit, aber nicht nur. Und dieser negative Aspekt hilft dir dabei, beispielsweise negative Menschen aus deinem Leben zu verbannen. Ja? Das ist wichtig, sie abzustoßen, um diesen Freiraum zu schaffen, um coole Menschen in dein Leben zu ziehen, coole Freunde, attraktive Partnerinnen oder Partner. Das alles ist das Thema Menschenmagnet. Du musst verstehen, was ein Menschenmagnet ist. Und im Übrigen habe ich dazu auch ein richtig cooles, unterhaltsames und wirklich ein interessantes Intensivtraining für dich zusammengestellt. Das ist absolut kostenfrei und es ist 90 Minuten lang.
das solltest du dir unbedingt anschauen. Also da gehen wir auf all diese verschiedenen Bereiche ein, welche Attribute einen Menschenmagneten tatsächlich ausmachen. Und deshalb schau dir dieses Intensivtraining auf jeden Fall an. Es ist absolut kostenfrei, wie gesagt. Und alles, was du dafür tun musst, ist einfach den Link unterhalb des Videos in der Infobox klicken oder hier seitlich und dich kostenfrei dafür anmelden. Es wird eines der besten Investments deiner Zeit. Zweifelsohne. Okay, in diesem Sinne verabschiede ich mich. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin wünsche ich dir selbstverständlich alles Gute. Und vergiss nicht, nutze dein Potenzial.